Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne Captain Camper nennen, wenn ihr das möchtet. Denn hier sind so viele Zelte, dass ich nicht weiß, wo ich heute Nacht schlafen soll. Aber ich glaube, die Zelte sind alle noch belegt. Ich muss sie zuerst ausräumen. Das sieht mir nach Boss-Zelten aus. Ja, Boss Blubarios Zugabe. Oh, ho, ho. Also, Boss Recycling, offenbar. Von Zischel schlägt zurück. Ui, also von Zischel kennen wir ja noch. Ich gehe erstmal zu Blubario. Ich meine mich auch an den erinnern zu können. Wir nehmen natürlich wieder einen zufälligen Charakter. Dad, ihr wollt nicht, dass ich es mir zu leicht mache. Außerdem muss man ja alles sehen. So. Hier gibt es natürlich nichts. Aber ich nehme mal an, irgendein Power-Up wird man schon noch bekommen, bevor es losgeht. Genau, das ist ja meistens so eigentlich. So, ach, das war der mit den silbernen Blubberblasen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich wohl. Alles klar. Okay, das ist in Ordnung. Müssten wir eigentlich mit dem Waschbäranzug irgendwie ganz gut schaffen, die aus dem Weg zu hauen? Ja, nicht der tollste Boss, aber er ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend, was du machst. Warst du vorher nicht silbern? Bist du jetzt golden? Bist du reicher geworden? Alles klar. Also er springt immer noch ganz gemein auf uns zu. Oh, ich sollte das nicht machen, so wie ich es gemacht habe. Dunk! Ich bin einmal auf dich draufgesprungen. Was hältst du davon? War da nicht eben noch eine Kirsche? Genau, eine Kirsche. Eine Kirsche habe ich gern. Jetzt springt er natürlich wieder ganz gemein auf uns zu und will uns nur Böses tun. Ach so, da ist was Neues. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich diesen Boss jetzt erstmal nicht schlagen werde. Hey, Mann! Du sollst endlich das auf den Kopf kriegen. So. Denn jetzt ist es natürlich etwas blöd für mich gelaufen. Oh mein Gott, warum bist du eigentlich gemeiner als vorher, Boss Blubario? Mann! Ja, ist mir schon wieder passiert. Ich vergesse immer diese komischen Wellen, die der da schlägt. Mach nicht so eine Welle, Alter. Oh, ich bin tatsächlich gestorben. Das war ja ein bisschen nicht so gut. Okay, alles klar. Nochmal Boss Blubario. Alles klar. Eigentlich ist er nicht so schwer. Ich lasse mich nur immer von so vielen visuellen Reizen ablenken. Ich mag Bücher. In Büchern, da ist nur ein Reiz. Langeweile. Stimmt nicht, liebe Leute. Lest Bücher. Sag mal, achso, ja, hier war ja gar nichts Besonderes drin. Okay, alles klar. Macht er. Okay, alles klar, Digga. Dann versuchen wir das gleich nochmal, wa? Da sind meine Marios und er kommt natürlich direkt auf uns zugesprungen und macht sich direkt zu Beginn. Ich bin ein solcher Idiot, ich habe schon wieder vergessen, dass der das macht. Joink! 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 Nein, ich will da drauf! Nein! Na, jetzt eingesaugt. Ach, ich bin so blöd. Ich muss mir jetzt merken, dass der jetzt Schallwellen macht. Also, das Schallwellen hat er schon vorher gemacht, aber diesmal tun sie weh. Dunk, dunk! Ich möchte da hinten hin. Komm, lasst uns den jagen. Mann, komm schon her. Dunk! Aua. So, und diesmal denke ich an die blöden Schockwellen. Das ist das Wort, das ich die ganze Zeit gesucht habe. Schockwellen macht er. Keine Schallwellen. Wow. So, deine Schockwellen schocken mich gar nicht. Also so ein bisschen schon. Ein paar Mal. Aber nicht so schlimm, wie du glaubst. So. So, ich versuche mal meine Marios ein bisschen zu sammeln. Und jump. Oh, das wird knapp. Nee, nicht knapp. Daneben. Das war eindeutig. Ich Idiot. Ach, Herr Jemini. Ich mache das nicht gut. Ich weiß schon. Ich weiß schon, liebe Leute. Ich weiß das ja. Was da gerade passiert, das macht mich auch etwas unglücklich. Ich wollte doch nur ausweichen. Ich wollte nur ausweichen und machen, dass alles gut wird. Egal. Wir rasseln jetzt hier schön runter. Und machen Boss Blubario jetzt den Gar raus. So. Schwimm. Ist eigentlich gar nicht wirklich schwerer als... Also ein bisschen schon, ne? Aber, naja, man muss das eigentlich gar nicht jetzt... Muss ich jetzt nicht so schlimm anstellen, wie ich das gerade tue. Man muss nur aufpassen, dass diese blöden Glitzerdinger hier einen nicht treffen. Und das, meine lieben Leute, ist die Hölle. Ja, wir haben ihn. So, und jetzt nehmen wir schön das wieder zurück. War natürlich auch eben nicht gerade von Vorteil, dass ich alle meine Marios auf einmal habe zerquetschen lassen. Und zwei. Ja, sehr schön. Und jetzt nehmen wir mal
Da hinten rennt er hin. Junk und... Mist, ich wollte doch auf dich drauf. Nein. Ja, jetzt haben wir ihn aber. Mann, war der voll im Weg. So, ne, ne, okay. Wir rennen jetzt einfach mal im Kreis. Man muss, glaube ich, gar nicht immer springen. Hua. Das geht's nicht. Wow. Alle auf einmal getroffen. Mann, ich bleib immer an der Kante hängen. Ach, ich hab Mario an der hohen Kante sozusagen. Junk. 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 Jetzt ist er tot. Ja, jetzt hast du dir das aber auch verdient. Komm, wir tanzen ein bisschen zu deinem Tod. Ich hoffe, du hast dich so richtig schön... Hast dich so richtig schön geärgert darüber jetzt. Denn ich habe mich auch ein bisschen geärgert. So, das haben wir noch schön ein. Und das nehmen wir mit. Wir wollen gar nicht alle davon. Das brauchen wir gar nicht. Und gehen schön da rein. Alles klar. Ein bisschen Geld. Quatsch, Zeit gibt es noch dazu. Warum nenne ich die Zeit hier immer Geld? Weil Zeit Geld ist, liebe Leute. Ganz einfach. Nicht darunter rutschen. Ja, heute ist nicht so mein guter Spielertag. Ich habe schon eben gerade in Mario Maker nicht gut gespielt. Und wir haben natürlich nicht die goldene Flagge. Ach, Mist. Herr Jemini. Das machen wir dann einfach noch einmal. Ja, ich habe mir von euch sagen lassen, 100% kriegt man hier tatsächlich nur, wenn man nicht nur alle goldenen Flaggen hat, sondern auch mit allen Charakteren alle Levels durchspielt. Wow. Alles klar. Na gut, das ist nämlich ganz schön aufwendig dann. Aber macht nichts. Wir haben auf jeden Fall Blubario jetzt geschlagen, auch wenn wir uns dabei nicht besonders gut angestellt haben. Ich finde auch das Power-Up, das man da bekommt, eigentlich gar nicht so toll, aber ich habe es wahrscheinlich auch gar nicht richtig verstanden, wie der Boss eigentlich funktionieren soll. So, und jetzt gehen wir in den nächsten Kampf hinein, und zwar nochmal zu von Zischl, und dazu kämpfen wir mit Peachy. Ich weiß nicht, ist das eine gute Wahl für diesen Boss? Ich bin mir nicht sicher. Dumm. Was? Hä? Ja, ich will das nicht. Warum nicht? Mann, warum nicht? Das heißt, diesmal ohne Katze, ohne alles. Ach so, aber ich glaube, er von Zischl hat ja das letzte Mal uns die ganze Zeit Power-Ups gegeben. Ist das richtig? Boing. Okay, wir sind angekommen und schauen mal, was von Zischl Neues gelernt hat. Alle Bosse haben ja eine neue Fähigkeit. Und von Zischl... War das schon immer eine Dame? Ist das eine Frau von Zischl, die vorher keine Frau war? Alles klar. Und da kommen schon die Viecher, aber ich kann, glaube ich, noch nicht so viel machen. Ach so, doch, ich könnte mich direkt unten dran stellen. So. Ne, ne. Ach, Mann. Wie die Schnappen, voll gemein. Mist. Ach, da ist doch was. Da ist doch was zum Hochklettern. Hup, zwum. Und hier hoch. Und tschu, tschu. Oh, das war die falsche Attacke. Huch. Ich dachte ehrlich gesagt, ich könnte die mit dem komischen Schlag angreifen, den man als Katze hat. Das muss ich nochmal testen gleich. So, ja, macht das schön kaputt. Okay. Da, so komme ich wohl nicht da hoch. Mist, ey. Mist, ey. Jetzt machst du wieder alles futsch. Ich will da gerne dran. So, ich stelle mich diesmal einfach mal unter so eins hier. So, in der Hoffnung, genau, dass ich hochgehoben werde. Und... Dumm. Eins. So, so ist es doch gar nicht mal so schwer. Okay, da fallen wieder Dinge von oben runter. Die sind nicht so schlimm. Ich würde gerne nochmal so ein Power-Up haben. Das wäre voll nett von euch. Ich glaube, ich warte, bis hier wieder was rauskommt. Ach, Mann. Mach doch nicht alles kaputt, du blöde Dame. Yeah. Das hat nicht gereicht. Hat den Teller sofort verloren. Und hier komme ich, glaube ich, so nicht hoch. Ah ja, aber damit komme ich hoch. Und trip. Na, was hältst du davon? Ganz viele von Zischl sind das. Das ist wahrscheinlich der Hofstaat, der das da macht. Okay. Und es geht gleich weiter. Nein! Ach so, jetzt kommen auch welche raus, die sofort zuschnappen. Ist ja hardcore. Und... Ganz knapp. Ich hätte gerne noch ein Power-Up gehabt. Aber das war mir nicht vergönnt. Alles klar, ihr von Zischls. Geht mal schön eurer Wege. So, ein paar Münzen sammeln wir noch ein. Denn wir haben ja so ein paar Leben verloren. Wie ihr gesehen habt vielleicht, seit dem letzten Part, ich habe einige Leben dabei gelassen, die Schätze noch nachzuholen. Das war ein bisschen peinlich, aber wenigstens nicht onscreen. Das hättet ihr wohl gern gesehen, wie ich da immer so sterbe und so. Durftet ihr aber nicht. Habe ich verboten. So, und jetzt haben wir aber noch genügend Zeit, um in das nächste richtige Level reinzuschauen. Mal schauen, was da so alles passiert. So, wuppa. Ich frage mich ja, wie lange das Spiel noch dauert, denn es sieht jetzt schon so aus, als wären wir kurz vorm Ziel. Aber keine Sorge, liebe Leute. Ich werde,
werde versuchen, euch... Ich weiß nicht, ob ich das mit den 100% schaffe, mit allen Charakteren in allen Levels. Aber ich werde euch so viel wie irgendwie möglich freispielen. Oh, das kann ich euch aber versprechen. Also die grünen Sterne, die sammle ich auf jeden Fall ein. So, alles klar. Bonk, und weiter geht's. Ach, ein Sternchen nur. Von Zischl ist ein Geizhals und außerdem auch kein Reicher. So, und? Das sieht aus wie das... Ist das das letzte Level? Kann man nicht vielleicht noch... Ich nehme an, weil wir die Sterne noch gar nicht richtig benutzt haben, dass man damit noch irgendwas freispielt. Aber ich weiß nicht, ob das ein Level ist oder 170 Sterne oder... keine Ahnung. Doch, ich würde fast annehmen, dass es ein Level ist. Ich könnte mir nichts anderes ausmalen. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus. Bowsers großer Turm. Ja, das sieht aber so aus. Nee, ist gar kein Turm. Das ist ein großer Palast, ein Schloss und alles Mögliche. So, da drüben, dieses Leben habe ich natürlich gesehen. Und natürlich mit meinem absoluten Hasscharakter. Ach, herrje. 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 Aber wir warten mal ab, vielleicht eignet er sich ja ganz gut dafür. Na gut, es ist doch ein großer Turm. Mit einem großen Blitzeinschlag. Gut, dass das nicht die Sicherung getroffen hat, lieber Bowser. Da hättest du jetzt echt Probleme gehabt. Und ihr seht, Bowser ist offenbar hierhin geflohen. Denn das ist das Auto, das ich ihm kaputt gemacht habe. Hui. Ich will das noch weiter kaputt machen. Oh, das geht. Guck mal. Ich glaube aber ganz kaputt geht's nicht. Na gut, schade. Wäre sehr witzig gewesen. Ich hätte vielleicht hätte es gemacht, sodass noch ein Power-Up rauskommt oder so. Oh yeah. Bonk. Alles klar. Ja, Toadie ist nicht unbedingt der Rächer-Typ, finde ich. Ich finde nicht, dass der das letzte Level übernehmen sollte, aber jetzt hat das Schicksal das nun mal so gewollt. Ja, okay. Einen kleinen Feuerbruder, den habe ich eben schon gesehen gehabt. Du willst mich wohl auch nur erschießen. Wow. Ja, dann spring erstmal darüber, wo du auch immer hinspringen möchtest. Wow. Okay. Ich hätte gerne irgendein Power-Up. Das wäre voll schön, Altar. Ja, danke. Ein schöner Altar. So. Geht's hier nur... Wo geht's lang? Okay, du willst... Du schießt auf mich? Was bist du denn für ein frecher Kerl? Hast wohl eine schlechte Erziehung genossen? So mit deinem Feuer und allem? Ja, und schupp. Und... Achso, ich muss... Autsch. Alles da. Bitte gib mir mal ein Power-Up. Obwohl diese... Ah ja, das sind ja auch Katzenleutchen. Die möchte ich gerne erschlagen, dafür, dass sie so unglaublich ketzig sind. Ah, ihr seid Ketzer! Versteht ihr, Ketzer? Katzen? Na gut, dann halt nicht. Okay, einmal hier rüber. Nochmal mit Weitsprung, glaube ich. Hey! Okay, wir probieren das nochmal. Hä, warum macht er den Weitsprung nicht? Geht das? Doch, das geht hier drauf. Hui. Ja, jetzt sind wir drauf. Aber es war nicht ganz leicht mit dem kleinen Toadie. Das ist genau der Grund, aus dem ich nicht gerne mit ihm spiele. Er springt mir einfach nicht cool genug. Nee, wartet mal. Ich gehe da lieber mal ganz runter. Das heißt, ich werfe sie mal runter. Vielleicht gibt es ja wieder einen Stern, wenn ich sie alle runterwerfe. Der ist von sich aus runtergesprungen, warum auch immer. Dann fehlt nur noch einer, richtig? Das ist der da. Spring runter, mein kleiner Freund. Ja, das wollen wir sehr gerne von dir. Ich hoffe, es gibt einen. Das dachte ich mir wohl. Ja, ja. Und er ist auch so richtig schön fies dahin gebaut. Oh yeah. Meine Fresse. Und das war schon der zweite. Ich habe den ersten übersehen. Mist, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil so weit sind wir noch gar nicht im Level. Aber die Zeit ist schon weit vorangeschritten. Mist, das war der zweite Stern. Gemeinheitskram. So, und da ist Toadie. Hallo? Willst du mir einen Stern geben oder so? Hier sind irgendwelche Plattformen, die grün sind, aber... Willst du was von mir oder was? Okay, er will eigentlich nichts. Er sagt nur Hallo. Aber, hä? Hier, na gut. Ich glaube, du willst mir gar nichts sagen. Du willst mir vielleicht nur sagen, viel, viel Glück und viel Erfolg. Und außerdem habe ich die Prinzessin entführt. So, ja, das ist noch ein hoher Turm. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es noch voll lange dauert, bis ich da... Hä? Das klingt gerade so, als würde hier gleich ein Kampf anfangen. Und wir haben den dritten Stern auch noch nicht. Das war doch bestimmt irgendwo bei Toadie. Wetten? Wetten? Wetten erretten? Und ich habe nichts gefunden. Wie gemein. So, na gut. Wir gehen einfach mal hier entlang. Ah, nee, da kriegt man noch einen Stern. Oh, Mann. Bowser, du bist echt ein fieser Kerl. Und was will ich damit? Okay, er hat mir ein Power-Up angeboten und lockt mich damit. Nein!
Ja, er powert sich, glaube ich, gerade selbst ab. Ist das geil. Boah, Bowser, du warst selten so cool. Das Ding will ich als Amiibo haben. Cool. Tja, auf solche Ideen könnte er häufiger mal kommen. Und jetzt muss ich ihn vermutlich hinterher. Richtig? Sieht mir nach Autoscroller aus. Huch, er macht einiges kaputt, wie es aussieht. Geil. Okay, das ist cool. Richtig brutal, gefährlich, gemein, fies. Hinterhältig. Unfair. Und außerdem gefährlich. Hatte ich gefährlich schon? Wow, wow, wow. Okay, da wollen wir natürlich wieder hoch. Und da ist ein Sternchen. Und den möchten wir gerne einsammeln. Oh Mann, das habe ich in einem ganz schlechten Zeitpunkt jetzt geschnappt. Okay, aber ich glaube, wir kriegen ihn. Ja, wir kriegen ihn. Sehr schön, den Stern haben wir schon mal. Ich teste das mal gerade, wo ich hier entlang komme. Alles klar. Du bist so eine coole Katze, Bowser. Echt wahr. Nein, lass los, lass los. Ach, sowas Dummes. Der hat sich blöd festgekrallt an der Wand und dann wollte ich eigentlich nur loslassen und dann war aber da kein Boden mehr. Das ist manchmal die Trauer. Ich muss das ganze Level nochmal. Achso, ich war noch nicht mal beim Mittelpunkt angekommen. Na gut, dann machen wir es einfach nochmal. Okay, jetzt müsste ich nur vielleicht mal sehen, wo der erste Stern ist. Soll ich mal hier reingehen? Tja, nee, geht nicht. Ja, manchmal spielen mir die neuen Mechaniken von der Katze so einen kleinen Streich. Das ist mir schon so ein bisschen zum paar Mal aufgefallen. Das ist mir immer wieder passiert. Kann ich das mal ein bisschen drehen? Dass etwas, was eigentlich gar nicht gegen mich gedacht war, sondern einfach eine positive, schöne, tolle Spielmechanik sein sollte, mich dann dazu gebracht hat, mich umzubringen. Nicht, weil man es möchte, sondern weil ich blöd bin. So. Hier sehe ich auch gerade keinen Stern. Aber da an der Seite konnte man so ein bisschen runter. Vielleicht war das etwas, was ich... Ich versuch's mal gerade. Ja, guck mal. Ich glaube, hier kann man runter. Oh ja, dann haben wir das gleich noch on screen gefunden. Coolio. Alles klar, ersten Stern, check. Okay. Wir gehen hier schön weiter. Und... Aber vom Stempel haben wir noch gar nichts gesehen, ne, liebe Leute? Da haben wir noch gar nichts gesehen. Und wessen Schuld ist das? Schicksal. Wo ist da die Logik, Nintendo? Okay. Okay. Oh nein. Jetzt muss ich auch diesen Stern nochmal machen. Gut, dass ich das nochmal testen konnte. Okay. Also das ist mit Tod echt eine saublöde Stelle, ganz ehrlich. Okay. Das ist ein Sprung, der ist wirklich so ein bisschen arg knapp für einen Toadie. Oder ich kann ihn nicht richtig einschätzen. Ich spiele ja auch, wow, nicht freiwillig viel mit ihm. Okay. Okay. Und da haben wir den Sternrern. Außerdem kriege ich an der Stelle irgendwie, aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund, diesen blöden Weitsprung nicht so gut hin. Vielleicht wegen des Abhangs. Aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. So, wie das hier aussieht, ist das hier mal wieder eine Art Überlänge-Part. So, Toadie, du hast mir keinen Stern gegeben das letzte Mal. Das verzeihen wir dir nicht. Und wir gehen schön hier weiter und probieren nochmal, den Bowser seinen Turm hochzujagen. Eigentlich jagt er ja uns hoch. Hier hätte man natürlich schon irgendwie den Mittelpunkt mal reinbauen können. Aber ich glaube, das ist kein Versehen, dass das nicht so ist. Stimmt's, liebe Leute? Das war Absicht. Okay, schön hier hin. Obwohl so, der Tod dürfte mit seinem Dreifachantrieb fast schneller sein. Ich guck mal, ob ich sehe den Stempel so nicht auf Anhieb. So hoch ist es ja eigentlich auch gar nicht. So, und ich schätze mal, dass oben ein richtiger Bosskampf nochmal auf uns wartet. Und vermutlich ist kurz vor dem Bosskampf der Mittelpunkt erst. Und deswegen machte man das hier nicht so. Stimmt's? Warum macht er nicht... Ich hätte den gern mal mit Super Cape gesehen. Also mit der Feder oder mit dem Tanuki-Anzug. Gibt's das eigentlich? Ich meine, so als Löwe ist er schon ziemlich cool alles. Aber es... Er hätte auch den Superanzug, den mal nehmen können, finde ich. Stimmt's, liebe Leute? So. Oh, oh. Oh, oh. Flupp. Gerade noch rechtzeitig hier wieder, also gerade noch rechtzeitig, ihr wisst schon, gerade rechtzeitig will ich damit sagen. Okay, ich glaube, da kam er irgendwie, wo kam er her? Ja, gut, rutscht da mal schön runter. Und mir den Buckel, wenn du möchtest. So, ich habe eigentlich gar keinen Buckel, aber wenn du möchtest, mache ich dir einen. So, ich bin ja ein Katzbuckler, sozusagen. So, bumm. Okay, alles klar. Dann gehen wir schön hier wieder hoch. Man sieht, wie er so im Hintergrund noch vorbeirutscht. Und ich glaube, hier war es da. Ja,
Genau. Hat er das kaputt gemacht? Das macht uns nicht so viel aus. Ich würde gerne sehen, wo hier der Stempler-Rempel ist. Aber ich sehe es nicht. Oh, ich glaube, er kommt von oben. Nee, von unten. Da ist er ja. Ich sehe ihn. Ich sehe dich, Bowser. Ich sehe den Stempler aber nicht. Das ist das, was mich ein bisschen traurig stimmt. So. Der muss hier immer wieder runtergefallen sein, damit er da so wieder entlang klettern kann. Oh. Ich schätze mal, das wird der neue... Oh. Bams. Ich hab dich weggepaut. Und, ja, da kriegen wir nochmal ein bisschen Zeit. Ich möchte erst schauen, ob man nicht hier oben noch... Wo ist denn der Stempel von dem Ding? Ich bin ja noch nicht mal am Mittelpunkt angekommen. Na gut, na gut. Alles klar. Stempel, wo bist du? Oh! Das hat sehr viel von King Kong. Okay, das ist eine geile Szene, oder? Wie der hinterher klettert. Ach so, er hat eine Kirsche gefressen. Ist ja geil. Was für eine geile Idee. Na klar, Bowser, nimm dir die Power-Ups und zeig endlich mal den blöden Mario Bros., wo es lang geht. Du bist der Coolste. Das warst du schon immer. Oh yeah. Ich möchte noch mal gucken, ob der vielleicht noch ein Power-Up gibt. Ja, oder? Alles klar. Geil. Boah. Lieber hier weg. Ja, das war zu erwarten. Und schwupp. Immer diese Dinger hier. Oh. Nein, er hat es nochmal kaputt gemacht. Und ich habe mich so schlau gefühlt, weil ich da ausgewichen bin und da nochmal hochgeklettert bin. Leider, leider hat sich schlauer. Hat sich schlauer noch ein bisschen Bowser gefühlt. Hat sich Bowser ein bisschen schlauer gefühlt. Alles klar, nehmen wir natürlich mit. Richtig episch hier. Okay, da war er, ist er ja rausgekommen. Müsste mal gucken, ob dahinter vielleicht dann der Stempel wartet bei sowas. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Nein! Gleicher Fehler wie eben. Gleicher Fehler wie eben, da muss ich länger warten. Ist aber auch gemein. Ist auch gemein, die Stelle. So, das macht aber nichts. Denn wir können das unendlich oft wiederholen. So, diesmal muss ich mir nur merken, dass das blöd ist, das zu tun. So. Ich möchte halt immer so ganz weit vorklettern, damit ich ganz viel Zeit habe für alles. Aber das ist nicht schlimm. Ich kann aber schon mal hier dran, für den Fall der Fälle. Denn er macht, ihr seht es gleich, guck, jetzt macht das gleich nochmal kaputt. Und deswegen denkt man nicht dran, dass da ganz viele üble Dinge passieren können. Da kommt auch gleich noch einer raus. Ich glaube, hey, ich möchte hier gern hoch. Alles klar. Und hier rüber. Und hier hoch. Wo ist der Stempel bloß? Das frage ich mich, aber sehr. Okay. Okay, da kommt man offenbar hoch. Viele unsichtbare Sachen. Oh, Gemeinheit. Okay. Ja, aber das macht nichts. Wir haben noch genügend Ressourcen, um hier hochzukommen. Oioioi. Aber ich muss sagen, da gibt es sich schon Mühe, gemein zu sein. Und hier dürfte ich dann mit Toadie eigentlich ganz gut dran sein. Denn der ist der schnellste von allen. So. Ist ja gemein gegen zwei riesengroße Bowser-Einer. Und vor allem, ich sehe jetzt leider auch nichts. Ich kann die Kamera nicht weiter drehen. Ja, das war ein bisschen fies jetzt. Man muss wirklich abwarten, bis die Kamera am Ziel ist. Sind es sogar... Wie viele sind das denn? Okay. Gibt eine Möglichkeit, euch alle hiermit umhauen. Bam! Hä? Bam! Und nochmal. Bam! Mann! Und Bam! Mann, warum seid ihr denn so blöd? Ihr hättet nur den Powerblock wegräumen müssen. Warum hat er einen riesengroßen Powerblock auf seinem Turm? Das frage ich mich, Leute. Bowser Feuerwerk. Sehr schön. Super hübsch. Wirklich wahr. Oh Mann, das war bezirzend. Cool, die freuen sich alle, denn sie sind wieder frei und diesmal ist die Flasche zerbrochen. Cool. Sehr cool. Ich schätze mal, jetzt kommt ein Abspann, oder? Ah, wir kriegen noch mal ein bisschen Zeit. Wo ist denn der Stempel? Ich habe den voll übersehen. Na gut, bei dem Chaos kann man das auch mal übersehen, glaube ich. Und? Juhu, da ist er doch. Guck mal. Oh yeah. Einfach so geschenkt bekommen und ich dachte, ich müsste da nochmal rein. Aber nein, wir haben das Level ziemlich voll geschafft. Na gut, ich meine, wenn man mit allen Charakteren nochmal rein muss, klare Sache. Oh ja, die Flagge wollen wir gerne wegnehmen, aber ich glaube, mit dem Toadie schaffe ich keinen goldenen Flaggensprung, wa? Doch, ich habe ihn geschafft. Sehr schön. Cool. Twink.
Cool, alle Feen noch einmal befreit. Och, ihr seid die wundervollsten, die grünhaarige, die blonde, die blauhaarige, die kleine rote, die violette, die blauhaarige, die andere rote. Voll schön. Und ausgerechnet, der kleine Toad ist der Held des Tages. Na toll. Aber alle tanzen zusammen. Ist das nicht schön? Das finde ich schön. Jetzt habe ich Durst. Aber leider, leider habe ich nichts zu trinken da. Bowser hat mich durstig gemacht. Oh yeah. Das sieht doch schwer nach Abspann aus. Oh, es wird gerührt jetzt. Jetzt tun die drei Ersten noch so, als hätten sie mitgemacht beim Besiegen. Nein, haben sie nicht. Ah, ich mag hier die Musik sehr, sehr, sehr gerne in dem Spiel. Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so sehr, wie die Kritiken waren von dem Spiel. Ich habe bis jetzt nur von meinen Freunden darüber gehört und die hatten alle sehr positive Stimmen darüber und ich kann das nur teilen. Das ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Vom Gameplay her erste Sahne. Von den Ideen der Levels her auch erste Sahne. Ja, ich meine dieses knuddelige Feenkonzept und alles, das gehört ja auch irgendwie zu den Nintendo-Ideen. Och, die Hasen mag ich. Ja, sehr viele Verweise auf ältere Spiele, was ich auch ganz, ganz toll finde. Das neue Kostüm, spitzenmäßig. Ich bin mit dem Moveset teilweise nicht so gut zurechtgekommen. Das kann, glaube ich, jedem mal passieren. Also das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Und das schiebe ich auch nicht dem Spiel in die Schuhe, sondern das ist halt meine persönliche Art zu spielen. Nicht gut. Ja, aber im Großen und Ganzen sehr schön. Und da ist der Bowser eingesperrt in seiner wohlverdienten Flasche. Tja, Flasche in Flasche. Das ist Kannibalismus, liebe Leute. Aber wenn's denn so sein muss... Oh ja, auch die Zwischenbosse finde ich ganz gut. Es gibt ja immer wieder Leute, die beschweren sich über das Boss-Recycling. Das gibt es hier auch. Finde ich nicht tragisch. Nein, das finde ich nicht tragisch, liebe Leute. Diese kleinen Verweise auf das Treasure Hunter-Spiel von Toadie, weiß ich nicht. Mir hinterlässt es einen kleinen bitteren Beigeschmack, dass es eben so eine Werbung für ein anderes Spiel nochmal ist. Das darf Nintendo natürlich machen, so viel sie wollen. Aber ich weiß nicht, ob es nötig gewesen wäre. Denn wäre es nur ein kleines Minispiel für sich gewesen, dann hätte mir das fast noch besser gefallen. So, und ich glaube, wir sind jetzt am Ziel angekommen. Luigi, du bist der eigentliche Star. Finde ich. Und die ganzen Power-Ups und Gegner und alles nochmal hier schön als Feuerwerk, das finde ich schön. Ende. Echt? Ist jetzt einfach zu Ende und was kriege ich für meine Sterne? Habe ich nicht sogar alle gesammelt? Ich glaube so. Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe zumindest alle, die mir bis jetzt zur Verfügung standen. Okay, sie sagen nochmal, dass das Nintendo gemacht haben. Und jetzt werden deine Bestzeiten für die einzelnen Level angezeigt. Ach so, in den Leveln erscheinen nun schnelle Geist-Mii-Charaktere. Okay. Und weiter? Ich lasse es euch mal die Aufnahme an. Wir haben zwar schon einen megamäßigen Überlänge-Part, aber was ist, wenn wir noch irgendwas freigespielt haben? Aha, es passiert noch etwas. Oh. Und was machen die? Bauen die noch was oder so? Ihr baut doch bestimmt noch was. Speichervorgang. Der kleine Pixel Mario speichert. Und? Es ist vorbei? Ja, es ist tatsächlich vorbei. Wir haben da unten noch einen kleinen Luigi. Nein. Luigi Bros. Die Luigi-Version des Arcade-Klassikers Mario Bros. Spielen. Nein, möchte ich jetzt nicht. Das war, glaube ich, vorher noch nicht da. Ich schaue noch mal ganz kurz rein. Also das ist unser Speicherplatz, wir haben noch 104 Leben, 231 Sterne gesammelt, es gibt mit Sicherheit mehr, aber ich muss gleich mal gucken. Wir haben 63 Stempel, wir haben, oh, ich muss nochmal zurück, seht mal, ich habe da einen Stern. Ich habe einen Stern, jetzt fürs Durchspielen nehme ich an, in New Super Mario Bros. U gab es am Ende 5 Sterne und ich nehme an, dass es hier auch so vielleicht 3 oder 5 geben wird. Na, ich nehme den Toadie erstmal wieder. Ich möchte nur gucken, was hier drin so passiert, denn im ersten Level war ja noch irgendwas. Und ich nehme mal an, dass man hier noch mehr holen kann. Was sagt ihr denn so? Oh ja, da passiert noch was. Liebe Leute, da passiert noch etwas. Und zwar... Eine Rakete! Liebe Leute, da ist eine Rakete. Das waren Raketenforscher-Feen. Oh mein Gott, die waren an der Uni. Die haben da studiert. Und die haben gelernt, wie man mit einem Hammer eine Rakete baut. Aus Stein. Erstaunlich.
Alles klar, liebe Leute, aber dieser Part hat schon eine megamäßige Überlänge und ich würde sagen, das ist nicht in allen Dingen des Lebens gut und deswegen schauen wir uns an, was die Rakete macht, aber erst im nächsten Part. Ich würde euch linken, schon wieder, ich würde euch winken, aber Toadie hat leider viel zu kurze Arme, deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Part. Es geht offenbar weiter. Also Tschüss.